Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Red Redemption 2. Es ist anscheinend Nacht, wir müssen aufpassen, dass wir die Leute nicht wecken. Ja, wo sind wir denn eigentlich überhaupt? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich aufgehört habe, bin ich jetzt ganz ehrlich. Haben wir denn jetzt aufgehört? ich muss gerade was gucken, nur ganz schnell, was ganz Schnelles. Weil ich momentan ohne dieses Mikrofon aufnehme, aber irgendwie immer alles bei mir so laut ist. Ich habe es ein bisschen leiser gemacht. Ich hoffe, ich habe nämlich letztes Mal Watch Dogs 2 gemacht und das war so laut, dass ich geschrien. Bin ich hier eigentlich? Ich bin jetzt. Also, jetzt kommen wir mal gerade auf die Karte. Gucken wir erstmal auf die Karte. Alles klar, wir sind also hier. Ich weiß, dass wir auf jeden Fall. Das ist schon länger her. Was haben wir denn da? Was können wir noch machen? Was ist das hier? Thomas Dornwell. Dann haben wir hier noch ein M hier. Ja, ich muss den aus dem Gefängnis befreien, ne? Dann würde ich sagen, dann lass uns erstmal nach da reiten und nachher zum Gefängnis. Schau mal hier. Nein, wir machen jetzt erstmal das. Ah, okay. Dann machen wir erstmal das. Mal gerade gucken, wo mein Pferd ist. Das ist da hinten irgendwo. Ach, wir haben den einen abgeliefert. Jetzt weiß ich es wieder. Wir haben den einen abgeliefert, genau. Warum ich jetzt da spawne, weiß ich selber nicht. Aber. Nee, wahrscheinlich kann ich ein Spielchen machen, ne? Ja, Haare schneiden könnte ich auch da. Unbekanntes Tier. Aber ich glaube, ich lasse mir mal, ich tue mir mal gerade die Schulden einreiten, eintreiben, einreiten. Genau. Come on, girl. Come on. Wir reiten ein bisschen langsamer durch. Und dann gucken wir mal, dass wir den aus dem Gefängnis holen. Mal schon gucken, ob wir es schaffen. Ich muss immer da, ist die Kamera. Mein Pferd ist super. Ich könnte mein Pferd neu bestücken, aber machen wir nicht. Oh, wir reiten mal zu dem und tut mir Schulden eintreiben. Ja, komm, mach wie. Mein Gott. Ich reite doch gerade. Was soll denn das jetzt? Also ehrlich. Genau hier runter. Und nach da? Ja. Wir werden auf jeden Fall mehr dann nachher von der Karte freischalten. Hier, ne? Okay. Yep.
Was ist denn hier los? Muss ich schon mal ein bisschen ducken hier. Was ist denn los hier? You stepping in there. Those bastards been turning the screw on me from day one, saying I gotta pay them protection money. I told them where to stick it, and well, I guess you just saw how that panned out. Okay. Kann man noch was mit dem sprechen? Nee, das muss ich so machen. Cowering like dogs. Nee, Quatsch. Hey, what the hell do you think you're doing? Ach, Gott, ey! Fuck you, ey. Oh Mann, ey. Ich wollte doch gar nicht. Wie kann man denn die Waffe wegtun? So. Scheißdreck, ey, ehrlich. Fuck you, ey! Ja, leck mich am Arsch, leck mich am Arsch! Wo ist mein Pferd, wo ist mein Pferd? Mein Pferd ist am Arsch. Ich kack ins Hemd, ehrlich! Hier ist einer. Ach du Scheiße! Gesucht ohne Ende, ey. Scheißdreck. So. Nein, mein Pferd! Töten wir eh. Komm, nee, ich muss eh ganz langsam drücken. Schnell. Okay. Ey, wie kann das sein, ey? Warum ziel ich auf den? Wieso ziel ich auf den? Bin ich bescheuert oder was? Oh Mann! Immer irgendwas, was ich tue, was scheiße ist. Bist du mein Pferd? Ja, du bist mein Pferd. Ey, das kann doch nicht sein, sowas hier. Das kann nicht sein, ehrlich nicht. Zielen. Okay. Ja. Oh, Menschen. Wo bin ich denn jetzt hier? Oh Mann, ey. Glaubst es? Kopfgeld $155. Ich kacke ins Hemd, ey. Ja, war ich auf dich gezielt aus der Sehne, blöder Sack, ey. Mann. Schreit jetzt mal da hinten rüber. Dann helfe ich dem, weißt du? Und dann kriege ich einen auf die Mütze, weil ich scheiße baue.
turn somewhere. Just walk away, you nosy idiot. Hey, jackass, you need to leave. Time to die. Was ist das für eine Folge? Ich hätte dort erschossen. Ja, ich stehe auch da. Ich muss das anders werkstellen. Momentchen. So, bevor wir jetzt hier wieder so eine Scheiße bauen. Naja, gut. Wir müssen das anders machen. Wir können uns nicht einfach dahin stellen und schießen. Das geht nicht. Wir müssen uns irgendwie ducken oder... Das geht gar nicht anders. Also ich muss halt eine andere Strategie entwickeln. Das geht einfach so nicht. Sorry, wenn ich das scheiße... Ist sowieso irgendwie... Heute Morgen bin ich sowieso aufgewacht. Ganz merkwürdig. Keine Ahnung. Da müssen wir mal gucken. Alter. Hey, ich sehe dich. Na komm, gucken wir mal, ob wir das Geld eintreiben können. Downs! Thomas Downs! Oh, Mr. Downs! Downs! Where are you? Thomas Downs! Oh, Mr. Downs! Ach, da ist noch ein anderes Haus hier auf der hinteren Seite. Okay, alles klar. Oh, viele Schweine und so. Wow. Oh shit. Geh weg da. Spring rüber. Wie geil ist das denn, oder? Ist das noch? Ich glaube, ich das sind Schweine. Ey, hau ab hier! Ne, das war kein Schwein, aber egal. Wir gehen mal hier jetzt aus. Wie geil ist das denn? Okay. Thank you.
Downwell, ich glaube, ist da hinten. Das ist der Downwell. Ich gehe mal gerade nur zu ihm. Ich plündere jetzt mal gerade nicht. Ich gehe einfach mal zu ihm. Oh, Momentchen. Ja. Machen wir erstmal was essen. So. Die Dose einfach dahin, ja. Zielen. You, whatever do you want? Mr. Thomas Downs? You owe me money. Oh, no, I'm... We ain't a charity, Mr. Downs. Oh, come here, you maggot. Please, sir. Really? Threaten me, would you? Please. I have a family, sir. Please. I don't care about your family. Why did it have to come to this, huh? Believe me, sir. I didn't want this either. You ain't such a do-gooder, are you? If you're running out on debts... I'm not running anywhere. I'm doing my best for you. Wieso kannst du noch bedrohen? You are a slippery little bastard. But I got you now. Please, please, show some compassion. Please. Drouse told me you needed a beating. You saying he was right? What will that solve? A little patience is all I require. Ich kann gar nicht verschonen, ich kann nur bedrohen. Pay the money. Please, please, no. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand? Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife, or your family, or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money. Uh-huh. Greife ich jetzt nicht so ganz. Wahrscheinlich muss ich erstmal zu ihm reiten. Mal gucken, was der sagt. Keine Ahnung. War ein bisschen merkwürdig, ich konnte jetzt nicht den, ich wollte ihn eigentlich jetzt verschonen, aber das ging gar nicht. Weiß auch nicht jetzt nicht warum ganz genau ich das nicht konnte. Oh mein Ey. Wo ist denn jetzt hin? Ach, der ist da hinten. Okay, okay. Versuch mal hinzugehen.
How did you get on? Not so good. He's almost dead. And they seem more or less destitute. You were a fool for lending them the money. Well, people who aren't desperate don't seem so interested in my propositions. Of course. Files verwenden. Das muss ich jetzt gerade mal lesen. Arthur versucht, die Schulden des Thomas in uns einzutreiben. Dies bleibt jedoch störrisch. Störrisch? Wieso störrisch? Der hat gejellt und ist fast tot. Ich wollte ihn eigentlich verschonen, aber es ging gar nicht. Wiederholen, F. Ja, das war also irgendwie, hat schon gut angefangen bei mir im Spiel und jetzt so eine Scheiße. Weißt du, ich kenne diese Scheiße, weißt du, Schulden, hast Schulden als Familie, weißt, kannst nicht zurückzahlen. Und dann der Typ da, ne, jetzt mal ganz ehrlich, ne, mich interessiert das nicht, ja. Wenn die Geld brauchen, gebe ich ihm, der Typ ist weg, aber die ist da. Mal gucken, kann ich mit der reden. Warum steht die denn da? Look at that. Ain't it beautiful? Sure, I guess. If you like that sort of thing. It's a rainbow, Arthur. Everyone likes rainbows. Das ist doch schön. Also was? Maybe there's a pot of gold at the end of it. Or the Blackwater money. If only. Anyway, I won't disturb you. All right, Arthur. Uh-huh. Ja, ist doch schön hier, Regenbogen. Ist doch schön. Na ja, gehen wir weiter. Da ist was Schwarzes auf dem Boden. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Holzhacken? Hacken. Das sind jetzt so. Smells delightful, Mr. Pierce. We will think of something. We always do. You always do. Okay. Drei haben wir noch. Ja, haben wir noch drei. Oh, noch drei. So. Jawoll. Wuha, siehst du, kann man auch nicht schon Fortschritt erreichen, wenn man das macht. Come, have a seat, Morgan. We're discussing ladies' bloomers. Okay. Huh? Uncle's drinking again and the sky's blue. Just taking a break. Mr. Morgan. Mr. Morgan. Yes, Reverend. Do you think the Pinkertons are finally gonna kill us? Perhaps. I'm so worried. Have a drink with me, Kara. I'm okay for now. How are you? Morning, Arthur. My company's not good enough for you? No, but...
too fine and mighty. But Abigail. We ain't married, you know. Get off of me. You're being an idiot. Kannst du auch nicht grüßen. Mal gucken, was die sagt. Am I being an idiot? Yes. I thought so. Morning, Arthur. Starting to look like home. It's taking shape. Good work, Miss Grimshaw. Okay, I'll catch you later then. Sure. Mr. Pearson? Yeah, right there, Mr. Morgan. Sure. You look a little peaky. Peaky? Peaky! Tell you what, you find me a rabbit and I'll make you my special soup. Put the hair on your chest, get you feeling perfect. I just need a rabbit? It's my special rabbit soup. It's a work of art. I learned the recipe in the Indies. Riddled with scurvy I was then, one bowl. And I was fine. Thank you. Person hat um einen Hasen gebeten. Bringe Person einen Hasen. Ja, das ist schwierig, einen Hasen zu besorgen. Die rennen ja alle weg. So, Mr. Morgan, whatever did happen with that Mary Gillis? Yeah, all came to nothing, Miss Grimshaw. That's for the best. What? Sure. Of course. I never did like her very much. Warum? Ey, warte mal, ich habe eine Idee. Ob wir, ich habe nicht so viel Geld, ne? Das ist das Problem. Hey. Beitrag leisten. Kontrollbuch. Gegenstand spenden. $10, $3, $1, $12, 4 Stück. Spenden. Oh shit. $3. Die Uhr ist teurer. Gürtelschnalle. Moment, ich muss gerade mal. So, jetzt geht's weiter. Was haben wir denn da? 200. Hello. Naja, gucken wir mal, dass wir vielleicht ein bisschen. Was haben wir denn hier? $10. Wertgegenstände hier im Ring. Kommen wir nochmal Ring. Dong! Okay. 44 Stunden Spende. Das war mal gerade Kontrollbruch. Ja. Und dann. E. So. Sinne schärfen. Schlangen. Nächste Seite. Genau. Jetzt wirst du Randsätze hoch. Eins nach dem anderen. Dutch will etwas. Machen wir das mal. Kaufen wir einfach. Hehe. Hehe. Küche Dutch. Oh my. Another morning. Selbst Beiträge zu leisten. Der nächste bitte. Arthur will
Eine bessere Planung. Dann macht Christian auch. Achso, Entschuldigung. Die Bande hat nicht genug Geld. Achso, das oben ist das. Okay, alles klar. Vielleicht, ich guck mal, steck noch was in die Kasse. Beitrag leisten. Vielleicht muss das so sein, damit wir mehr Aufträge kriegen. Gegenstand spenden. Warte mal gerade, dann nehmen wir mal hier so einen Ring nochmal. Noch zwei Uhren, nochmal eine Uhr. Okay. $19 gespendet. Das geben wir gerade mal jetzt im Buch. Kontrollbuch. Vielleicht musste er ja, wenn er besser planen kann. Momentchen. E. Hier. Bessere Planung. Das ist ja nur $2. Oh gut. Ach, $260. Entschuldigung. Da. Bin ich heute blind? Das ist auch 240. Ah, gut, das habe ich jetzt nicht so. Ja, yeah, $24 haben wir, $19 haben wir. Mhm. Ja, gut. Mal gerade zur Kasse. Ich hab nämlich was vor. Beitrag leisten. Ich hab was vor. Geld spenden. Machen wir mal. $25. $25. Jawohl. That's my boy. Weiter gleich ein Kontrollbuch. Mal, ja, gehen wir zum Kontrollbuch. Und dann war es, was wollte ich machen? Die Sinne schärfen. 24, ja, die Sinne schärfen. Ja. Before you come any closer, the answer is no. Genau, das ist halt $40. Wir haben jetzt nur noch $20, aber das war's eigentlich. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Kuh nach da. Das kostet 88. Auffüllen. Das können wir doch gerade noch machen. Haben wir gemacht. So, ja, dann gehen wir mal. Jetzt haben wir dem Dutch da auch schöne Sachen geschenkt. Da, na, hallo Dutch. Isn't it good to be out of that goddamn snow? Why are you so chipper? We're gonna be good. We are gonna be great. Faith, my son. Faith. All right, well, I should be getting on. Whatever you say. So, jetzt ab zu meinem Pferd, dann holen wir den aus dem Knast. Ja. Leider müsste ich spielen, nee. Hab ich jetzt keine Lust drauf. Komm, lass uns mal den aus dem Knast holen. Was denn? Looks like we'll live to see at least a few more days. Hello, sir. So, Jawohl, da wollen wir hin. Okay, da wollen wir hin. Dakota.
machen wir nämlich jetzt auch noch ein anderes Stück der Karte frei scheffeln. Genau. Da haben wir natürlich viel fürs Lager ausgegeben. Mal gucken, ob wir genau noch zusammenkriegen, um das eine da aufzufüllen noch. Hase sehe ich nicht. Also, aber weiter rennen. Weiter schreiten. Oh, cool, ein Frosch. Da war ein Frosch da unten. Wie geil ist das denn? Howdy, Stranger. Howdy, Partner. Howdy. Ich schau dich gleich selber. Ich bin immer am gucken, ob ich noch einen Hasen finde oder so. Ich muss den einen Hasen da rüber schicken und das andere dahin schicken. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Nach Hasen. Da ist ein Hase. Da ist ein Hase. Hier konnte ich striegeln. Kannst du das auch so? Sorry, girl. Ah, so geht's auch. Ich wollte mal gerade gucken, Gegenstände. Da war doch irgendwo, war doch... Mein. Wo war denn hier? Da, da. Genau. Verdammt noch ein Hasen! Ey. Fuck, ey. Na super.
Okay, also ich will jetzt einen Hasen haben, aber ich komme da nicht zu. Nicht, dass dann irgendwie einer sagt hier, ah. Let's go, girl. Da hinten sind Hasen, die hoppeln weg. Da hinten, hast du gesehen? Kannst du was mal? Ey, die kriegst du ja kaum, ey. Oder müsstest du dich so verstecken, dass sie dann vor deiner Nase hocken oder so. Fuck, ey! Kern der Ausdauer ist leer. Also. Ausdauer, normalerweise darf der keine Ausdauer verstreichen. Ich will zu verdammten Hasen! Das kann doch nicht sein. Scheiße, ey. Das ist wahrscheinlich Kopfgeldjäger oder so. Ey, ich bin heute nur tot, Entschuldigung, aber irgendwo, keine Ahnung. Eine Scheißfolge irgendwie. Hallo, wo bin ich denn jetzt hier? Wo ist mein Pferd? Keine Ahnung. Naja, ich denke mal, so, je mehr man. Je mehr man Kopfgeld hat, umso mehr kommen dann die Leute und wollen einen killen. Ich glaube, so einen Hasen kriegst du gar nicht. Na, ist egal. Weg, stecken, hier ist sowas. Ja. Nachher. Ich dachte, da wäre was.
Buchstaben A, das war ein Eichhörnchen. Das war ein Eichhörnchen, hast du es gesehen? Das kann doch nicht sein, ey. Die Mistviecher kriegt man gar nicht. Was ist denn jetzt schon wieder los? I drücken. Schon wieder tot. Ich kacke Zelt. Schon wieder tot. Ich kacke. Oh. Ich kacke Zelt. Das ist die Todesfolge. Das ist die absolute Todesfolge. Ja, ist jetzt gut. Das ist voll die Todesfolge. Ja, das habe ich noch nie gesehen. Tut mir leid, dass ihr die ganze Zeit Ladebildschirme seht. Ja. Absolute Todesfolge. Oh. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Fremde Person. Was? Ah doch, da muss ich ja. Fremde Person, gucken wir mal. Oh! Warner? Oh! Hello! Quite a day, isn't it? Sure. What a country. I'm working on a project. Photography. Yeah, I guess that bit. Of course. Wildlife. That's my thing. Or that's what I want to be my thing. If I have to take another picture of a grumpy housefrau or pompous middle-class burger, I will feed myself to the lions. Stand here. Here? Just... there. Albert Mason. Arthur Morgan. Pleasure. I'm trying to find and capture images of our great predators before our greatest predators kill them all and stick them on some clubhouse wall. Good luck with that. Yes, not the easiest. But, well, I love a challenge. The trick is to leave a big load of meat and relax and pray they don't mistake me for lunch. Oh! Good heavens! My bag! That thing is robbing me! Oh, good heavens! Don't worry. That thing is a coyote. Sneaky one, too. Wildlife photographer. Huh? Huh?
And Kyle, don't think about coming back. Gehen wir mal ein bisschen langsamer. Gegenstände, mal gucken. Ja. Oh. Wir gehen mal zu ihm zurück erstmal. Well, well. Got your bag. Oh, good, good. Thank you, sir. Bag full of meat will tend to bring out the worst in the local population. You are a gentleman. The bag also had a lot of my supplies. You've saved me days. I can't thank you enough. I'm thank you. Don't worry about it. You take care, sir. I ain't the one trying to get myself eaten. I realize I am a fool. Forgive me. And thank you very much once again. F1, ja. Betten. Ja, aufgebaut wurde von einem. Okay. Dass ich mein Pferd nicht rufen kann, ne? Ferdi, wo bist du, Ferdi? Ja, wo bist du denn? Ach, da steht er ja. Kannst du nicht mal kommen hier? Da steht er dann da oben rum. Also ehrlich. Momentchen mal. Ich nehme einfach mal hier sowas. To get myself hopelessly lost. I am staying in Strawberry. If you could just guide me back. Oh, please, you... Nah, I gotta keep moving. Keep walking straight, you'll come out somewhere. Well, then. And here I thought people were kind out west. My corpse will lay upon your soul. Anyone help me? Have you reconsidered? That is good news. Naja. Ich will in die andere Richtung. And why are you here? Leave me to my lonely demise. So bin ich halt, ne? Vielleicht werde ich umgebracht deswegen. Könnte ja auch ein Hinterhalt sein, ne? Aber dann müsste ich ihn ja wieder zurückbringen. Ja, vielleicht kommen wir gleich. Ich komme gleich wieder. Heute ist die absolute Todesfolge. So werde ich auch, glaube ich, nennen. Die Todesfolge. Schönes Waldgebiet hier.
Ey, da hinten ist so ein Typ. Kannst du ihn mitnehmen? Ey, läuft der hinter mir her? Following me? No, no, of course not. You happen to be walking in the same direction as me, that's all. Since we're off in the same direction, however, perhaps I could tag along with you? I assume you're heading to Strawberry? Oh, Jesus, fine, you can follow me. Please, keep your mouth shut. Shall I hop up there on the back with you? Your legs work, don't they? Well, yes, I suppose. It's just a little demeaning. Oh, are we close to town? Ist das Strawberry? Ich weiß es gar nicht. Moment, ich mal gerade gucken. Ja, Strawberry. Ja, das ist es doch. Okay, alles klar, dann. Dann komm mit. Sir, you've rescued me from the depths. You seem quite the resourceful sort, sir. If for some reason you plan to spend any time in Strawberry, you may want to look into that gabbing mayor. Something is definitely off with him. All right. Well, keep that in mind. I never thought I'd be so happy to see this pulp heap. Werde ich den wahrscheinlich schon... Naja. I won't complain about New York again, let me tell you. New Yorkers. Jesus. All this rain means we'll be looking at the mud. No, at least them trees is happy. Haben wir so einen Hang gebaut, ne? Cool. Oh, ich finde es schön. Evening. Jail, da ist Jail. Ja, gucken wir mal, ob wir ihn da rauskriegen. Gehen wir einfach mal, gucken wir mal, ob wir das nicht so hinkriegen. Aber so viel wenig Geld habe ich, so viel Geld habe ich wahrscheinlich nicht. Hello, sir. I've come from Blackwater. I'm on the trail of a dangerous gang. Como Driscoll. Heard you had some sort of incident. We don't deal with bounty hunters around here, son. I was just wondering if I could get a description. Well, they weren't friends. They got in a fight, two men got killed. Now, one of them's an idiot, the other's some kind of dumb mick, so maybe them's your boys. You can look right enough when we hang them. Thank you, Sheriff. Hallo? Let me out of here, you maggots! Vielleicht you think these bars can hold me? You hear me? Arthur! Arthur! Hello, old friend. Had a good time, did you? You going to get me out of here? I ain't decided yet. Real funny.
Oh, I ain't joking, cowpoke. I heard so much bluster out of your mouth these last 6 months, and now I got an opportunity to watch you be silenced. Well, you gotta do something. Why? I always looked up to you, Arthur. Well, that's your first mistake. Listen, there's one little problem. There's only one of me, and there's a whole town full of people wanting to see you swing. You got to do something, Arthur. Tja, nur was, ne? Maybe that steam donkey over there still works. Yes! Hook that over the bars. See if you can pull them off. What a modern disaster this is gonna be. Just pull that lever. Come on. So. Hebel greifen. So. Jetzt müssen wir gucken, wie wir nachher verschwinden, ne? Come on. What the hell are you doing? He wasn't O'Driscoll. Oh, scheiße. Should have known you were up to no good. Come on, Arthur! You're gonna wish. Let's get the hell out of here. I got some unfinished business. Trust me, Morgan. Trust you? You have finally lost your damn mind. Let's get out of here. Keep moving, Arthur. Goddamn maniac. I should have left you to hang. We're in it now, Morgan. What do you want? Ah, sister. Ja, ist ein bisschen... Na, machen wir so. Okay, die Todesfolge. Ihr wisst ja, ne? Don't go that way. Let's get the hell out of here. I got some unfinished business. Trust me, Morgan. Trust you? You have finally lost your damn mind. Let's get out of here. Keep moving, Arthur. Goddamn maniac. Should have left you to hang. We're in it now, Morgan. What do you want to do? Send them all out! Come on! Everything you got! We should be locked! How about now? They got something of mine I ain't leaving without! I'm gonna leave you alive. Will you go down? Look out, we got more coming in. I can see that. Who else wants to step up? Let's go. Where are we going? Making a house call. There's more of these morons. You're as good as Barry. Goddamn fool! Oh, I'm gonna get to you next. Throw him up. You wait.
out here. Calm yourself, woman. Like I said, I need to see somebody. Skinny! Get out here! Skinny! It ain't Skinny, Micah, it's Norman. Oh. You always was a letdown, you fat sack of crap. Excuse me, a man at Arthur. Hello, Maddie. Did you miss me? They had something of mine. My guns. I showed him, and I'll show the rest of this town! You have really lost it this time. What are you... Ah! I'll kill you twice! Shot, you're dead. Shoot him again! You owe me, Morgan! Up here, come on! The law in this town's a damn joke. Let's get to those horses, Morgan. Reckon it's time we got out of here, Morgan. Now you want to get out of here? Yeah. Damn it! How many of these sons of bitches are there? Fuck you, eh? Let's get out of here before we get any more on our tail. Also, ich muss ehrlich sagen, das hat ein bisschen besser geklappt alles. What the hell was that you pulled back there? Got a bit wild, all right. Wild? Making a house call in the middle of all that? Ain't much I care about more than those guns. That much is clear. Who was that fella? Skinny? Yeah. We ran together for a while. Did a bank job down south. Didn't end well. I saw how it goddamn ended. He was gonna let me hang. I'm starting to wish I had. And you owe Lenny, too. If he hadn't found us in time... Yes, we'll all be thanked profusely, I promise. Yeah, well, you're lucky Dutch's got your back. Some unknown reason. Boah, Gewitter, geil. Whoa. I think we finally lost him. Well, I hope so. I'm giving you a holster. It's my way of saying thank you. And thank you. There I was, having a dull day only for you. To liven it up by letting me help you shoot up half a town. You're a funny fella, Arthur. Real funny. Why you act all sour all the time? Yeah, well, you ain't funny at all. So why you gotta act like the court jester? All right, listen. I'm sorry, but we're family now. Arthur, you and me. Sons of Dutch makes us brothers. Sometimes brothers make mistakes. I'm heading back to my little camp around back of Strawberry. Come see me. Maybe I can make things up to you. You ain't heading back to Dutch? No, I've been a bad boy, Arthur. I ain't seeing Dutch till I can bring him a peace offering. Bye now. Yeah!
ermöglicht ihnen, zwei Handfeuer gleichzeitig zu ziehen und abzufeuern. Cool. Kann man mir sehen, wie gehen wir so. Okay. Mission abgeschlossen. Machen wir mal gerade hier nochmal, ja. Pass auf jetzt. Töte bei der Flut innerhalb von 5 Sekunden. Lande 15 Kopfschüsse, schieße die Mission in anderen Sinne ab. Schließe die Mission ab, ohne gesundheitliche Gegenstände zu benutzen. Schließe die Mission ab, ohne Gesundheitsgegenstände zu benutzen, hab ich doch. Aber ja, ich bin nicht so der Held da drin. Ich glaube, es ist, ja. Ja, gut, dann haben wir jetzt hier ein Problem. Jetzt hier, da siehst du das? Komplettes Problem. Warte mal hier. Dutch hat gesagt, dass wir versuchen sollen, Zin von den Kopfgeldjägern zu retten, die ihn in Blackwater gefangen halten. Okay. Dann müssen wir erstmal gucken, dass wir unsere Partner rauskriegen aus den Sachen. Da haben wir schon einiges geschafft hier, ne? Aber wie gesagt, ich habe jede Menge BB. Leute, sollen sich Black. Aha. Entschuldigung, aber wir haben schon einiges aufgedeckt und haben aber viel Kopfgeld. Das bedeutet, wir müssen dann das hier machen, denke ich mal. Da Blackwater vorbei, das Strawberry vorbei, ne? Ja, ich würde sagen, wir können ja mal da in die Richtung nochmal reiten. Und dann mache ich Ende. Bin ja mal gespannt. Was ist denn los? Oh, los! Mach dich vom Acker! Aber Wacke, ach du Scheiße, nein! Sind sie weg, ne? Okay. Jetzt kommen wir weiter rein. Wir von denen abgehauen, die kann ich sowieso nicht gekillt, die kriegt. Ja. Oder? Ja. Das sind so Arschlöcher. Gespannt, was passiert, wenn ich da hingehe. Weißt du, was das ist?
Ja, ja, genau, solche Arschlöcher da. Ach du Scheiße, er ist in den Brand aufgegangen. Nicht Zeugen Jehovas, wie heißen die da mit diesen weißen Kappen? Wie heißen die nochmal, die Typen? Kann man nicht plündern, ne? Ferdi, wo bist du schon wieder hier? Na okay, dann haben wir mal wieder was gesehen. Vielleicht hätten wir ja aufhalten können oder so, keine Ahnung. Aber wir reiten weiter. Na! Fuck you, fuck you! Scheiße, ich verstehe. Ich weiß nicht schon, dass ihr ist. Da kommen diese blöden Schinger. Die sagt die Todesfolge. Das ist heute die Todesfolge. Jeder stirbt hier. Ich würde aber sagen, das war's von der Todesfolge. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wenn ihr das Video einen Daumen runter gebt, kann ich es euch nicht verdenken. Aber ich würde sagen, ich werde jetzt hier mal die Segel streichen. Ich wünsche euch was von der Todesfolge. Aber wir haben ihn befreit. Ich wünsche euch was. Ciao.